Ich möchte auf jeden Fall die D-Linie haben, das ist mein großes Ziel. Und ja, vielleicht kann er jetzt auch erst Turm D8 spielen. Okay. Aber eventuell kann ich dann versuchen, mit Dame A5 meinen Bauern zu sichern. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Da müsste ich jetzt nochmal überlegen. Gucken wir mal. Turm D8, Dame A5. Läufer B6 oder vielleicht sogar besser Läufer B4. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut für Schwarz, nehme ich an. Er bekommt eine schöne Initiative. Aber was ich machen könnte. Gut, hat sich der Gedanke auch verworfen, wenn er Turm D1, Turm D8 gespielt hätte. Vielleicht auf diesen Läufer gehen. Dame C2 und Turm C1. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Okay, jetzt auf jeden Fall auf die D-Linie. Mit welchem Turm? Ich denke mit dem Turm von der F-Linie, weil ich den anderen Turm noch auf die C-Linie stellen möchte. Soweit meine praktischen Überlegungen. Theoretisch ist das vielleicht alles fragwürdig. Aber ich versuch's mal. Turm D1. Und er kann erstmal nichts auf die D-Linie stellen. Kann er vielleicht F4 spielen? Glaube nicht, dass er das machen wird. Ich glaube, mit Bauernopfern spart er hoffentlich noch. Obwohl F4, das sieht unangenehm aus, weil es meinen Läufer halt ein bisschen einsperrt. Aber ich kann dann vielleicht Druck gegen seinen Bauern auf E6 machen. Turm D1. F4. G schlägt F4. Turm F5. Ja, und damit D8 tauscht die Dame ab und auch viel Angriffspotenzial. Also davor müsste ich jetzt zurzeit noch keine Angst haben. Ist vielleicht sinnvoll, auch erst den Bauern anzugreifen mit Dame A5. Erfolgt A6. Ja. Und dann Turm D1. Nee, das macht mich irgendwie nicht glücklich. Ja, spielt Turm D1. So, dann bin ich gespannt, was er macht. Auf jeden Fall. Und es liegt ja immer noch vielleicht F4 in der Luft, um den Turm da anzugreifen. Ich könnte mich damit auch abfinden, jetzt den schwarzfeldrigen Läufer von ihm abzutauschen. Aber Läufer D4, Turm D8. Obwohl Turm D8. Funktioniert vielleicht noch gar nicht, weil ich den Läufer einfach auf C5 nehmen kann. Wenn die Dame nimmt, hängt der Turm auf D8. Und wenn der Turm meine Dame nimmt auf D2, dann nehme ich die Dame auf E7 und ich müsste eigentlich viel besser stehen. Ich kann den Läufer auf D6 zurückziehen. Gut, er gewinnt dann Bauern auf E2. Das ist möglich. Aber ich habe eine ganze Figur mehr. Was rede ich denn? Da ist ja kein Problem. Also die Variante schließe ich mir aus, dass der Computer dann so spielen würde, nach Läufer D4. Er muss jetzt auf jeden Fall erstmal einen anderen Zug finden. Und ja, Läufer D4. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen möchte.
Was er durch sein Spiel auf jeden Fall erreicht hat, ist jetzt erst einmal eine 2 gegen 1 Bauernmehrheit am Damenflügel. Darauf muss er wahrscheinlich spielen. Und Läufer D4 gefällt mir eigentlich immer mehr. Obwohl es hat seine. Na, ich befürchte ja noch, dass er irgendwann mit Läufer B7 seinen Läufer auf D5 platzieren kann, damit er diese Linie einfach mal verstopfen kann. Irgendwie. Ich muss rechtzeitig F4 spielen. Und sein Plan könnte vielleicht sein, auch nach A6, Turm A7, Turm D7 zu spielen. Um so vielleicht auf die D-Linie zu kommen. Glaube ich, dann noch zu früh. Im nächsten Zug, meine ich. Ich darf es aber auch nicht verschlafen, nicht, dass mein Läufer da für alle Zeiten auf G2 schlummert und nie am Spiel teilnimmt. Vielleicht kann ich auch F4 spielen und dann E4. Damit ich diesen Bauern auf E2 auflösen kann. Gut, warten wir ab, was der Computer macht. Solange lehne ich mich erstmal zurück und genieße ein wenig die Ruhe, bis er gezogen hat. Und dann komme ich zurück. Gut, das ging schneller als erwartet. Er spielt Läufer B7. Und ich glaube, ja, damit D7 gefällt mir am besten. Greift den Bauern auf B5 an. Droht, Dame schlägt E7, Läufer schlägt E7 und Turm D7. Ich glaube, den spiele ich einfach mal. Das sieht so gut aus. Aber was hat der Computer da ausgefressen, frage ich mich. Ja, ich sehe es nicht. Ich sollte hier vielleicht nochmal überlegen. Möchte er vielleicht den Bauern auf B5 opfern und dann seinen Läufer auf D5 stellen? Also wenn ich jetzt Dame D7 spiele, Läufer D5, Dame schlägt B5, sieht ganz gut aus, ne? Vor allem Dame schlägt B5 ist gar nicht machbar, weil dann einfach Turm B8 folgt, irgendeiner. Und meinen Läufer auf B2 absammelt. Aber ich könnte die Dame abtauschen. Zumindest ein kleiner Erfolg, immerhin. Aber ich denke mal, dann bekommt er die D-Linie irgendwie. Befürchte ich.
Also Dame D7. Läufer D5. Dame schlägt B5 ist ausgeschlossen. Aber Dame schlägt E7 vielleicht nicht. Läufer schlägt E7. F4. Er nimmt auf G2. Nimmt auf G2. Kann ich mir gut vorstellen, König G2. Und die Stellung dann, wenn ich mir das mal so vorstelle, die kann ich auf jeden Fall Remis halten. Und ich kann vielleicht einen Turm schnell auf D7 platzieren, aber das geht wahrscheinlich nicht so leicht, wie ich es mir gerade hier so vorstelle. Gut, ich versuche mein Glück. Dame D7. Wirklich wegziehen kann er mit der Dame auch nicht, sonst hängt der Bauer auf E6. Was er aber machen kann, nee, Läufer C6 funktioniert ja absolut nicht. Kann ich einfach mit der Dame rausnehmen. Da habe ich wieder Gespenster gesehen. Läufer C8 zurück, denke ich auch nicht, dass er das machen wird. Denn dann kann ich ja ganz schnell meine Türme verdoppeln und dann habe ich auf jeden Fall keine Probleme mit der D-Linie mehr. Tja, und wäre der Bauer auf E5 jetzt nicht da? Ich hätte eine schöne Diagonale für meinen Läufer bis nach G7 und da gibt es einen. Viele Drohungen, die ich gerne hätte, aber jetzt nie bekomme. Ah, ich sehe schon, dass ein Freibauer das Rennen macht am Damenflügel. Oder ich einen groben Patzer mache, das kommt natürlich immer gelegentlich mal vor, aber ich hoffe mal bei dem Zeitansatz, dass mir das nicht gelingt und er mich einfach mal positionell zusammenschiebt. Mit E4 möchte ich jetzt auch nicht kommen. F schlägt E4, F schlägt E4 und dieser Doppelbau, der schwach, seine Linie für den Turm auf, ja, auf der F-Linie ist geöffnet. Und er kann dann gegebenenfalls auf F2 einfallen. Das gefällt mir absolut gar nicht. Könnte aber vielleicht Dame schlägt D7. Turm schlägt D7, Läufer C6 funktionieren. Puh. Dann geht auf jeden Fall Turm C7 oder ich bringe den Turm ganz zurück. Das geht natürlich auch. Nach D2 könnte ich mich mit anfreunden. Ja, ich muss nehmen. Und jetzt kommt die Variante wahrscheinlich, Läufer C6. Läufer C6, Turm C7, Turm dahinter. Turm nimmt. Turm nimmt. Turm C1. Funktioniert das? Turm C1, Läufer E3. Oder Läufer D5, das ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, dann spiele ich sofort F4. Läufer C4 geht nicht.
weil ich dann seinen Turm nehmen könnte, ja, obwohl er dann ja das Läuferpaar hat. Ja. Oh. Also, man könnte das wahrscheinlich spielen. Läufer D5, F4, Läufer C4, Läufer nimmt, Turm nimmt und dann droht auf jeden Fall schon mal Läufer D5. Und diese beiden Diagonalen gegen meinen König, die werden auf jeden Fall sehr gefährlich. Aber ich kann ja im Notfall immer noch einen Turm für den Läufer geben. Oder einfach H3 spielen. Oh ja, Läufer C6. Ah, da muss ich wieder überlegen, was denn jetzt kommen muss oder sollte. Turm C7 hatte ich ja schon kurz angerissen. Dann sollte, glaube ich, ein Turm auf C8 erscheinen. Der A-Turm wahrscheinlich. Ja, ganz wahrscheinlich der A-Turm sogar. Weil wenn der F-Turm kommt, kann ich mir vielleicht überlegen, mich hier einfach mit dem Turm rauszunehmen. Der Turm mit wieder und dann F4 spießt beide Türme auf. Und entweder ein Turm landet hier auf A8 oder auf C6 und auf C6 könnte ich den Turm mit C1 anfesseln. Also den Läufer anfesseln, nicht den Turm. Und dann vielleicht Läufer D4 folgen lassen. Turm C7, Turm AC8, Turm nimmt, Turm nimmt. Turm C1, Läufer E3. Er spielt Turm C7. Ich habe auch an Turm D3 überlegt, aber das hat mich nicht überzeugt. Nicht wirklich. Ich hoffe vielleicht, dass er irgendwann mal eine Ungenauigkeit einbaut. Ich hoffe, das ist in seinem Code irgendwo verankert, dass er irgendwann mal einen Zug macht, der nicht so toll ist. Hat er vielleicht schon gemacht, aber ich habe es nicht ausgenutzt. Das kann ja natürlich sein. Ich überlege gerade so ein Bauernendspiel. Ist wahrscheinlich verloren. Ein Bauer gegen zwei. Ich glaube, da hat er die besseren Chancen. Also bis auf die Bauern darf ich jetzt nicht alles abtauschen. Hatte ich vorhin auch an Läufer D5 überlegt? Ich weiß ja nicht. Da kann ich einfach den Läufer auf C5 nehmen. Hat sich die Variante also einfach mal in Luft aufgelöst.
Ja, es muss ja ein Turm kommen, alles andere verliert eine Leichtfigur. Da weiß ich auch gar nicht, was er so lange überlegt. Ja, und den Turm werde ich dann schlagen, egal welcher dahin kommt. Dann Turm C1, weil ich Angst habe, dass sein Turm auf C2 plötzlich erscheint. Obwohl, Moment. Turm AC8, Turm nimmt, F4, Läufer nimmt, König nimmt auf G2. Läufer A3 vielleicht. Nee, Läufer A3 funktioniert denn nicht, kann einfach nehmen. Aber ich möchte mit meinem Läufer auf E6 irgendwie kommen. Das wäre schön. Ich könnte vielleicht auch König F3 spielen. Ist vielleicht aber gar nicht so gut machbar. Ach. Jetzt brauche ich mal eine Gedankenpause, um das Ganze durchzurechnen. Vielleicht habe ich ja schon in ein schlechteres Endspiel abgeleitet und er wird es mir gleich zeigen. Beruhigen kann ich erstmal sagen, dass er Turm FC8 spielt. Okay, Moment. Da muss ich ja gleich mal überlegen, ob Turm C6 möglich ist.